Also die Idee, so eine Tour zu spielen, die besteht in meinem Kopf schon ziemlich lange, schon seit über einem Jahr eigentlich. Und dann haben wir das irgendwann mal, oder habe ich das mal mit Thomas besprochen und dann haben das mehr oder weniger verkündet. Also es wusste nicht sofort jeder, dass wir das schon planen. Und da unsere Musik durch eher britische Einflüsse geprägt ist, dachten wir uns, naja, wenn es klappt, spielen wir doch gerne mal in England. Und dass dann noch Irland obendrauf kam, war ziemlich erstaunlich. Drumbocher Sound entstand durch die Idee, dass wir eine Band aus Halle sind und wir einen sehr, sehr berühmten Sohn in Halle geschichtlich und musikalisch zu verzeichnen haben mit Georg Friedrich Händel, der ja dann später auch nach London gegangen ist und auch im Prinzip den größten Teil seines Lebens auf den britischen Inseln verbracht hat und dort auch gearbeitet hat. Ich habe dann auch eines seiner Hauptwerke gefunden, den Messiah. Und dort gibt es einen Teil, der heißt The Trumpet Jazz Sound. Und das empfanden wir als sehr, sehr passend als die Verbindungsstelle zwischen Halle und London. Wir als Band hatten einen zusätzlichen Menschen mit, Sven Niederhausen, ein guter Freund von Hannes, der uns dort helfen sollte, die ganzen alltäglichen Probleme in der tourenden Band auf die Reihe zu kriegen. Aber im Prinzip das Mädchen für alles hat sich gekümmert, dass dass wir uns auf der Bühne wohlfühlen, hat teilweise einen Sound gemacht, besonders als Träger und als Schlepper war er sehr hilfreich, für die gute Laune war er sehr hilfreich. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als ich ihm geschrieben hatte, hier, pass auf, wir brauchen dich für die Tour. Und der konnte das gar nicht fassen. Der hat mich angerufen und hat gesagt, ja, soll das ein Witz sein? Und ich habe gesagt, nein, das machen wir wirklich und wir wollen dich haben. Wir haben in unserem Proberaum am Dienstag morgen uns um 10 getroffen, haben alles nochmal gecheckt, dass jeder wirklich alles hat. Wir haben extra eine Packliste entwickelt, damit wir auch gar nichts vergessen. Und dann haben wir ganz entspannt unseren Bus beladen, mit dem wir dort auf Tour waren, und sind gegen Mittag einfach losgefahren auf die Autobahn in Halle und dann ab Richtung Calais. Fahrt besonders nach Calais, war wahrscheinlich einer der spannendsten Momente, weil wir nicht wussten, wie es halt in Calais ablaufen würde bei der Fährüberfahrt, bei dem Einchecken, richtig einordnen, schon das Fahren an sich. Da war ich immer ganz froh, dass Konstantin dabei hat, der wohl den meisten Orientierungssinn hat und auch den größten Überblick hat in einer stressigen Situation. Ja, wir sind jetzt hier in irgendwo in Niederlande, noch eine Stunde bis Calais. Mir ist kalt. Haben gerade alles ein bisschen gebufft. Und jetzt tanken wir uns das Alkoholmessgerät und dann geht's weiter. Ja, alles dabei. Stau, Stürme, Regen. Gucken, wie es weitergeht. In Calais hatten wir noch Zeit, bevor die Fähre abfuhr. Und die Zeit haben wir dann gleich zur Körperhygiene genutzt, haben da ein bisschen unsere Zähne geputzt, noch schnell was gegessen vorher. Erst ab dem Zeitpunkt, als unser Auto von Konzi auf die Fähre gefahren wurde, ging für mich die Tour im Kopf eigentlich richtig los. Fuck, Alter. Gutes Augenmaß. Wie es dann endlich losging und das Schiff sozusagen in See gestochen ist. Und wir konnten halt nochmal zurückblicken auf das europäische Festland und konnten unseren Blick Richtung Großbritannien schweifen lassen und sahen nur die weite See. Ja, es war natürlich großartig, dann von der Fähre runter auf dem beleuchteten Hafen von Calais die ganzen Lichter zu sehen und so. Und überhaupt, da wurde es einem erstmal so richtig bewusst, was man jetzt vorhat. Ja. Und klar, wir waren alle ein bisschen müde. Aber war doch in großer Erwartung.
Der erste Morgen in England war unglaublich. Ich war auf dem Fahrersitz eingeschlafen und war Gott sei Dank nach 4 Stunden wieder aufgewacht, hatte keine Lust mehr zu schlafen, weil es nicht mehr ging. Bin aufgestanden um 7 und Philipp lag neben mir auf der Sitzbank. Es war wach, weil ich einfach zu laut war. Wir sind beide aufgestanden und es war unglaublich zu sehen, dass wir direkt auf dem Parkplatz vom Dover Castle geschlafen hatten. Wir haben aufs Meer geguckt, auf die Stadt Dover, die unten sich ergeben hat, auf das Schloss und wie dahinter die Sonne aufging und der Geruch von Meer einfach in der Nase war, das war unglaublich. Die ganzen Fähren und Schiffe, die dort unten vor dir herfahren und wie gigantisch einfach die Landschaft dort zu sehen war. Also in Großbritannien auf der Tour bin ich die meiste Zeit gefahren. An sich war es das Fahren im Linksverkehr für mich nicht so das Problem, weil ich das schon öfter gemacht habe. Allerdings mit dem großen Auto, das ja doch über 5 Meter lang ist, auch, war das doch erstmal eine Herausforderung. Bevor wir in eine neue Stadt gefahren sind, hat Philipp immer aus seinem Katalog vorgelesen, den er im Vorfeld erstellt hat, und hat uns da erzählt, was es in der nächsten Stadt für Sehenswürdigkeiten geben wird, was da für wichtige historische Sachen passiert sind, welche Musiker da gelebt haben. Und ich persönlich fand das großartig. So konnte man sich super auf die Stadt einstimmen. Ja, der erste Tag in Großbritannien. Angekommen heute früh in Dover. Dann London gestriffen, jetzt hier in der altehrwürdigen Universitätsstadt Cambridge. Der erste Gig heute Abend in Sheffield. Wir sind halt aufgeregt im Linksverkehr und viele Menschen, neue Eindrücke. Und mal sehen, was noch so passiert. Besonders lustig und in Erinnerung bleiben die Raststättenaufenthalte bzw. das Duschen und das Zähneputzen, das Rasieren. Hygienisch gesehen war das nicht immer das, was man im Prinzip gewohnt ist. Ja, aktuell sind wir in der altehrwürdigen Universitätsstadt Oxford. Wir gucken uns hier Universitätsgebäude und Innenstadt an, die ganzen historischen Sehenswürdigkeiten. Und befinden uns gerade auf dem Weg nach Southampton, genießen etwas die Stadt, essen vielleicht noch was Schönes und dann werden wir sehen, wie der Abend läuft. Are you okay? Yeah, I belong to them. We belong together. Okay. We belong together. Als wir in Southampton angekommen waren, war das mal was ganz anderes. Wir waren ja vorher in Sheffield und in Leicester, also Mittelengland im Prinzip. Und dann sind wir wieder zur See gefahren und hatten diese alte Hafenstadt mit all seinen doch recht bizarren architektonischen Erzeugnissen dort in Augenschein genommen. Wir hatten halt dann dort noch einen sonnigen Nachmittag verbracht, sind durch die Stadt gelaufen, haben uns ein altes Gasometer angeschaut und ich musste sofort an das Editors-Album denken, An End Has a Start. Sind noch über die Stadionbrücke gegangen, da gab es einen Fußballverein und dort haben wir noch ein paar Faxen gemacht, dann haben wir Spaß gemacht, haben noch ein bisschen relaxed, bevor wir dann schlussendlich wieder zum Auftrittsrund gegangen sind. Die Show in Southampton war eine der großartigsten. Gerade durch das viel Publikum da gewesen ist, das war halt nicht immer so. Logischerweise, wenn du als deutsche Band in ein fremdes Land kommst oder ja, ins Ausland gehst, dann kann man das nicht erwarten. Und hier war es halt absolut ein grandioses Feeling vom Publikum, trotz dass auch nur späte Uhrzeit gewesen ist. Die Bands im Vorfeld waren super und wir haben auch eine unserer besten Leistungen erbracht. 40, 50 Mann, die in diesem kleinen Raum zusammengefunden haben und wirklich Spaß daran hatten, die getanzt haben, die sich gefreut haben, die versucht haben mitzusingen. Die Sprachbarriere gab es nicht. Es war auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt, dass im Prinzip das britische Publikum meine Texte besser versteht als ich selbst. Ich bin ja nun kein Muttersprachler und versuche das so gut wie
wie möglich auch rüberzubringen, auch so fehlerfrei wie möglich. Ich hatte auch immer mal versucht, mir Feedback zu holen vom Publikum und von einzelnen Personen, die halt dann nochmal nach dem Auftritt ankamen und gefragt haben, hey cool. Und die hatten gesagt, kein Problem, alles super. Ich dachte, das ist ein Traum jedes Musikers, mal in London gespielt zu haben. Überall Verkehr, überall Menschen, überall Lautstärke und Krach. Das war auf jeden Fall sehr emotional, gerade für mich. Ich bin absolut London-affin und viele meiner Lieblingsalben spielen in London. Hallihallo und schöne Grüße in die Heimat. Wir befinden uns gerade im absoluten Chaos des Verkehrs von London und versuchen uns durchzumanövrieren und genießen die wundervolle Stadt, die tollen Gebäude, die tollen Parks und versuchen einigermaßen zu überleben. Plötzlich sind wir durch den Hyde Park gefahren und ich war mir nicht so recht sicher, ob das erstattet ist, weil im Prinzip nicht wirklich viele Leute dort lang gefahren sind. Also schnell gedreht, hatten wir gesehen. In London zu spielen und unseren Bus dort abgestellt zu sehen, in der Denmark Street gegenüber vom Club, das war schon eine verrückte Sache im Prinzip. Ja. Wer hätte das gedacht? Lustig war es auch, die Nacht halt in London zu verbringen. Wir hatten dort eine Anfrage gestartet und hatten halt den netten Steph kennengelernt, der mal aus Deutschland ausgewandert war und jetzt in Großbritannien halt lebt. Dann hat er uns halt seine Lebensgeschichte erzählt, wie er aus Deutschland ausgewandert ist, wie er mit dort in London mit seiner Musik Geld verdient, weniger als Musiker, sondern als Künstler, der 3D-Grafiken für alle möglichen Künstler erstellt mit LED-Leinwänden und Spielfilmen und alles Mögliche. Und da haben wir noch bis in die Nacht erzählt. Wir wollten eigentlich noch ein Bierchen trinken, aber im Endeffekt sind wir dann da versackt. Der zweite Auftritt in London im Underbelly of Hoxton war was ganz Besonderes. Die Atmosphäre war sehr, sehr, sehr speziell. Die Organisation war ganz, ganz toll. Der Soundman war brillant. Die anderen Bands waren sehr, 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 sehr höflich, sehr, 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 sehr aufgeschlossen, sehr, sehr herzlich. Ja, wir hatten eine wunderbare Nacht bei einem sehr netten Musikerkollegen heute mit uns gespielt. Also haben wir heute ein bisschen die Stadt erkundet. Wir waren in Tottenham unterwegs, im Stadion zum Beispiel, haben da so ein bisschen was vom Fußball mitbekommen. Und ja, vom Flair des Stadtteils. Und nun sind wir hier, wir spielen heute Abend einen schönen Gig. Wir freuen uns sehr, hier spielen zu dürfen. Die Location ist wunderbar, wir sind gerade am Aufbauen. Bei unserem Auftritt ist dann leider bei dem Lied Horus mehrfach der Strom ausgefallen. Komplette Bühne, alles aus. Das war ein bisschen ärgerlich, aber im Prinzip war es auch lustig, um auf jeden Fall was zu erzählen. Die Stimmung nach dem Auftritt war einfach richtig gut. Die Jungs kamen zu uns, wir haben uns in die Arme genommen, hatten noch eine schöne Zeit zusammen, Bierchen getrunken und geredet, ein super Abschlussfoto gemacht und es war einfach super herzlich. Schlag 12 Uhr, war ja dann Montag und Bank Holiday und wir mussten aus London raus, damit wir halt nicht in die City-Maut-Phase hineinkommen und hatten dann doch relativ viel Stress und Organisationsdruck, London zu verlassen, und das haben wir nicht geschafft, denke ich mal, aber wir haben bis jetzt keine Post erhalten. It's never easy to leave London. Wir hatten nach London unseren Off-Day, sprich frei, und wir konnten uns noch im Vorfeld
aussuchen, was man in dieser freien Zeit halt so unternimmt. Und wenn man etwas England-affin ist, dann kommt man um Macclesfield nicht herum und Musiker, weil dann ging es ganz klar auch darum, nochmal Ian Curtis seine Wohnstätte zu besuchen. Wir hatten uns die Stadt noch angeguckt gehabt und waren dann auf der Suche natürlich noch nach Ian Curtis seinem Grab, haben es auch gefunden gehabt. Und das war wohl einer der, wenn nicht sogar der bewegendste Moment, den ich nur noch in Erinnerung rufen kann. Denn die Atmosphäre war sehr verdächtig und wir haben alle gemerkt, dass wir da einen gewissen Zusammenschluss innerhalb der Band gefunden hatten. Ja, am Off-Day waren wir auch in Liverpool gewesen. Dann von Macclesfield direkt nach Liverpool gefahren. Und Liverpool ist im Prinzip ist eine sehr schöne Stadt. Da kann man sich natürlich ziemlich viel angucken, also die Docks und den riesen Fluss Mersey. Und es ist auch eine sehr alte Stadt, Liverpool, mit vielen alten Gebäuden, einen Haufen Pubs und Bars. Und es war schön, nach so langer Zeit endlich wieder ein anständiges Bett unterm Arsch zu haben, eine anständige Dusche und einfach seine Ruhe zu haben. Zu wissen, heute Nacht muss ich nicht in dem Auto schlafen, ich kann anständig, so fast wie zu Hause, einfach meinen Tag beenden. Wir sind momentan noch in Liverpool, haben hier unseren Off-Day zum größten Teil verbracht. In der Stadt der Beatles und toller Architektur, tollen Docks. Sind auf dem Weg jetzt nach Sheffield, unseren vorerst letzten Auftritt in Großbritannien, bevor wir dann morgen die irischen Inseln kapern. Und wir sind sehr aufgeregt, freuen uns und verabschieden uns mit einem fröhlichen Hard Day's Night. Als wir am Dienstag dann von Liverpool nach Sheffield gefahren sind, mussten wir quer durch den Nationalpark fahren. Und das war wunderschön, weil überall nur Heide und Lavendel zu sehen war. Also es war eine Hügellandschaft, wie man sie sich vorstellt. Und es war was völlig Einzigartiges, was man hier wahrscheinlich in deutschen Gefilden so gar nicht erleben darf, dass die Hügel violett bewachsen war, und ich glaube, das war auch die Idee von Coldplay, diesen Song halt zu schreiben von Violet Hills, und hatten dort eben einmal in die Ferne geblickt, ins Tal und den Bachlauf beobachtet, noch ein paar Schafe gesehen, halt was ganz, ganz Typisches, und haben uns gefühlt wie ein Märchenbuch. Also beim zweiten Auftritt in Sheffield war die Organisation so schlecht für den eigentlich wunderbaren Club, dass wir vor niemanden außer den anderen Bands und den Barmenschen gespielt haben. Auf der anderen Seite war dadurch nach so einem schlechten Gig aber natürlich der Wille, die schlechte Erfahrung wettzumachen, so hoch, dass man nur Mist baut danach. Wir hatten einen Bunsenbrenner dabei, um wenigstens was zu kochen. Und wir haben halt dort mitten in England, mitten in Sheffield auf dem Parkplatz unseren Bunsenbrenner angemacht und uns Dosensuppe gemacht. Die Suppe war super schlecht, hat eklig geschmeckt, aber es war einfach lustig, dort den Kontrast zu bringen zwischen schlechten Auftritt und danach so einer schlechten Erbsensuppe, die trotzdem noch besser war als der Auftritt. Nach Sheffield ging es direkt nach Wales, erstmal nach Holyhead, um die Fähre nach Dublin zu schaffen. Es war stockfinster und es war windig, es war ungemein gruselige Atmosphäre, und alle haben im Bus geschlafen, und ich weiß noch, ich war gefahren und hatte sehr, sehr arge Probleme, mich wach zu halten, denn es war auch schon, ich schätze mal, um 3 und 4 in der Nacht. Und kurz vor der Fähre in Holyhead hatte ich dann noch einen LKW-Parkplatz gefunden gehabt mitten an der Straße und haben dort nur 2 Stunden genächtigt, bevor dann die Fährfahrt auf die grüne Insel gehen konnte. Verpiss dich, ey! Sag was, wo sind wir jetzt? Auf der Fähre sind wir jetzt von Holyhead nach Dublin. Und ich hoffe mal, die Lichter langsam ab, denn heute Abend soll es hoffentlich abgehen in der Mellow Bar. Vielen Dank. Die Stimmung, bevor wir Irland betraten und erblickten, war doch sehr
positiv gespannt. Wir hatten alle die Bilder im Kopf von grünen Hügeln und von Goldtöpfen am Ende des Regenbogens, von sehr, sehr aufgeschlossenen Menschen, von sehr eigenartigem Bier. Wir sind in Dublin, aber fragen wir nicht nur. Dublin mit seinen schönen Häusern, mit den überall in der Stadt verteilten historischen Gebäuden und dem tollen Park, Stephen's Green Park, genau. Und danach hat man ja doch irgendwann Hunger, sodass wir einmal quer durch Dublin gegangen sind, um uns eine echte irische Kneipe zu suchen, die wir auch Gott sei Dank gefunden haben, und dort dann Mittag zu essen, wie man sich das in Irland vorstellt. Und dann kam's, denn wir haben nicht mehr zum Auto, geschweige denn zum Club zurückgefunden. Und sind dann doch schon fast ein wenig gerannt, um alles zu finden. Hat dann aber geklappt. So kurz vor knapp sind wir dann am Bus gekommen und der Club war im Prinzip zwei Straßen weiter. In Dublin haben wir bei Fidelma und Adam übernachtet. Adam war der Gitarrist der Band, die mit uns dort gespielt hat. Und Fidelma sein Mutti. Wir kamen an bei Fidelma und Adam und haben versucht, uns da höflich und zurückhaltend zu benehmen und so wenig Umstände zu machen wie möglich. Aber die Gastmutti, die war da so erpicht drauf, dass wir da was essen, dass wir Bier trinken, dass wir da was nutzen. Und das war wirklich Wahnsinn. So viel Gastfreundschaft für Menschen, die man überhaupt nicht kennt. Also das war uns völlig fremd. Aber es war großartig. In Galway an der Atlantikküste war das beschissenste Wetter in den ganzen zwei Wochen. Es war unglaublich starker Wind, unglaublich starker Regen, sodass man, wenn man gelaufen ist, eigentlich den Regen von unten gespürt hat, vor allem dort an der Küste. Wir sind jetzt in Galway angekommen, unserem westlichsten Ausflugsort. Spielen ja heute Abend noch und dachten jetzt, wir bewundern noch das Meer, die stürmische See, die grünen Hügel, das schlechte Wetter, aber es gefällt uns. Die Kühe, das fahrende Auto, unseren Van, der es geschafft hat bis hierher, recht ruckelfrei und ohne Unfall, wo ich sehr, sehr froh bin. Ja, mein Bruder Benny war mit seiner Freundin Resi in Galway bei uns beim Auftritt und auch Backstage zu Gast. Und das war sehr lustig. Mittlerweile hatte sich Hannes auch dann im Zuge einer netten kleinen Wette noch einen Schnauzbart stehen lassen, was uns zu einem doch amüsanten 80er-Jahre-Flashback geführt hat. Mit Konzis Bruder entstand dann auch ein Foto, was er uns dann im Nachhinein auf die Facebook-Seite gepostet hat, auf dem ich zu sehen bin mit meinem Schnauzer und Philipp mit seinem sehr markanten Hemd. Und ich habe dann kommentiert, zweimal Brandt und zweimal Magnum. Also nach Galway, nach dem Gig, mussten wir im Prinzip so schnell wie möglich wieder nach Dublin, um die Fähre nach Großbritannien wieder zu kriegen. Und das war im Prinzip keine schöne Fahrt, denn ich war ziemlich müde und musste auch nicht fahren. Philipp ist gefahren. Ich habe dann ein bisschen geschlafen, also auf dem Beifahrersitz gesessen. Und immer wenn eine Mautstelle kam, wurde ich geweckt. Mir wurde das Geld in der Hand gedrückt. Ich habe die Scheibe runtergeleiert und habe dann dort der Kassiererin oder dem Kassierer das Geld übergeben oder habe es in den Automaten geworfen. Das war nicht erholsam, aber lustig. Also auch die Fährfahrt von Irland nach England zurück war eher dem Schlafen untergeordnet und wir brauchten unbedingt etwas Ruhe, damit wir die restliche Strecke nach Nottingham auch unfallfrei und soweit sicher überstehen konnten. Und dann, wo wir jetzt angelangt, haben wir einen ganz, ganz tollen Eindruck davon bekommen, wie dort die geografischen Gegebenheiten gewesen sind.
Beim zweiten Mal in Nottingham hatten wir dann dort tatsächlich auch einen Auftritt im The Running Horse. Und übernachtet haben wir dann in der Guitar Bar, hieß das Ganze. Das war die zweite Location von dem vom Running Horse, von dem Besitzer. Rob ist der. Und wir kamen kaum rein, da wurde erstmal gefragt, was wir denn trinken wollen. Ging natürlich alles aufs Haus. Also jeder ist mal ein Bier bestellt. Und dann wollte er alles wissen, wie es war und wie wir dann drauf gekommen sind und wie der Auftritt war im Running Horse und so weiter. Am letzten Tag sind wir nach Brighton gefahren und das war für mich mein persönlicher Höhepunkt, weil aus Brighton eine meiner Lieblingsband, die Architects, kommen. Brighton ist eine sehr schöne Stadt, also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal ein bisschen sich die Stadt anzusehen, direkt am Meer, Brighton Pier. Die diversen kleinen, großen Läden halt durchforstet, in 2 Stunden Off-Time, haben nochmal die See begutachtet, die Promenade, die dort entlang führte. Langsam hat man dann auch realisiert, dass es zu Ende geht. Der letzte Gig vor unserer Haustür, metaphorisch gesprochen, stand. Ja, der letzte Auftritt, der fand in Worthing statt. Das ist nicht weit entfernt von Brighton, also auch mitten am Wasser und am Meer. Und die Location, die 42 Bar, war auch direkt am Wasser. Du hattest den Club, hattest vor der Tür eine kleine Straße und dann gleich den Atlantik. Ja, es war Freitag, Freitagabend. Demzufolge war auch relativ viel los dort. Es war mit einer der besten Auftritte der Tour, würde ich sagen. Rein so vom Gefühl her, auch wenn die Bühne ziemlich klein war. Die Leute haben sich gefreut, dass wir da waren, haben noch ein bisschen erzählt mit uns. Wir waren dann sowohl gleichzeitig froh als auch traurig, den Rückweg antreten zu müssen. Doch die Fähre wartete schon in Dover und die galt es zu erreichen. Was ich bisher in meinem Leben gemacht hatte. Es war ein tolles Erlebnis, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Wir haben unglaubliche Erfahrungen auf der Bühne gemacht, wir haben unglaubliche Erfahrungen im zwischenmenschlichen Leben mit anderen Menschen gemacht, wir haben wunderschöne Landschaften gesehen, wunderschöne Menschen, wunderschöne Bands gesehen. Einfach sehr, sehr, sehr viele Eindrücke, die erstmal verarbeitet werden müssen und das wird auch nicht jetzt gleich vonstatten gehen. Ich bin immer noch in dem Reflexionsprozess, alles zu oder annähernd zu begreifen, was man erlebt hat. Man hat gesehen, dass man den anderen voll vertrauen kann. Man brauchte sich keine Sorgen machen und konnte sich einfach auf seinen Aufgabenbereich konzentrieren. Ich hoffe ganz speziell, dass das, was das in nächster Zeit entsteht, auch ungefähr das mitspielen kann, was wir erlebt haben. Weil ein Teil davon wird auf jeden Fall doch mitschwingen.